Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Ich weiß nicht, was dafür das Spiel jetzt eh wieder gemobbt, weil ich dieses Spiel immer noch spiele. Mit dabei, na das brauche ich ja nicht zu sagen, mit dabei Nick, du bist da im Channel jetzt mit dabei. Hast geile Videos gemacht, ich werde weggenadet und ja, Nick. Und ich wurde gerade schon wieder, erst habe ich den gekillt. Ja, Nick, da steht nicht zur Debatte. Trotzdem erster Eats. Ja, meine Videos sind echt nice, ne? Ja, boah, hier stinkt's nach Eigenlob. Ja, Nick, ich möchte mit dir darüber reden. Du hast doch jetzt bestimmt auch Ferien, oder? Ich bin zum zweiten Mal Zombie. Nein, ich habe keine Ferien. Ich habe bis Mittwoch noch Schule. Ey, das ist doch behindert, ey! Meine Fresse. Nein, explodiert nichts. Na, Nick, ladest du jetzt? Als ob ich nähen würde. Ja, hier kam Giftnails angeflogen. Ich fragte mal nach. Ja, wir haben ja jetzt Ferien. Es ist wunderschön. Und wir haben eine Geschichtsklassenarbeit geschrieben. Und über diese Geschichtsklassenarbeit kann man eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar die da lautet, wir hatten für eine Geschichtsklassenarbeit genau 35 Minuten Zeit. Du weißt nicht, wie viele nicht fertig geworden sind. Ich habe in diesen 35 Minuten fast 4 Seiten geschrieben. Am Anfang war es sogar noch ziemlich gut und dann ist meine Schrift so hässlich gewesen, dass ich mich gewundert habe, dass sie überhaupt noch jemand lesen kann. Nick, da du ja gerade nichts Produktives beitragen kannst, probiere ich dich mal in der Diskussion zu verwickeln. Wie ist denn deine Meinung zur Todesstrafe? Bist du dafür, die sollte eingeführt werden in Deutschland oder bist du ja dagegen? Todesstrafe, gut. Oh mein Gott, gutes Thema. Oh mein Gott! So, Nick, jetzt hol ihn dir. Der ist unten, der ist bei der Map hier, der ist gerade rausgekommen unten. Todesstrafe, nein. Aber, Warum, Nick? Warum? Immer begründen. Menschlichkeit und so. Menschlichkeit und so, ey. Aber ich wäre dafür, dass man den Freitod... wie heißt das? Den Freitod. Ja, den Freitod. Nein, Freitod, Sterbehilfe, wie heißt denn das hier? Wenn man selber sagen kann, ich möchte nicht mehr. Das ist die passive Sterbehilfe. Die ist auch legalisiert. Da kann ich ja auch noch dazu fragen, aber nee, generell erstmal. Warum bist du dagegen? Wenn zum Beispiel irgendein pädophiler Drecksack, ja, irgendjemanden vergewaltigt. Da sagst du, der soll also nicht die Todesstrafe kriegen. Ja, weil das Gefängnis eindeutig härter für solche Leute ist. Was du für ein Schwein hast, ne? Ja. Für solche Leute ist ernsthaft das Gefängnis einfach härter als der... Weil ganz ehrlich, die treten dann aus dem Leben und können einfach nicht mehr drunter leiden unter der Tat. Oh, wow, geil, du Hurensohn, hast du fein gemacht. Geh dich vergasen, du Spast, ey. Du hast denn jetzt schon wieder dran, haben wir den nicht gekickt? Viele Zombies... Oh mein Gott, ich häng fest. Hast du... Nein, nein, nein! Ja, genau, du Miese, du Scheiße! Der Typ hat ein Life! Das gibt's nicht! Puh, dieser Blizzy hatte ein Life gehabt, ich hab den... Oh Gott! Und da kam wieder meine Mutter ins Zimmer und hat sich aufgeregt, dass ich gerade so sehr rumrage. Ich sag's dir, Brickforce zerstört Freundschaft. Ich hab die Typen gerade viermal verarscht hintereinander. Das ist jetzt ein Scherz. Ich hab die Typen viermal verarscht und er hatte ein Life und ich krieg den einfach nicht tot. Das gibt's nicht. Ohne Scheiß, wenn immer aggressiver wenn ich das. Schreie hört auf jetzt. Was soll ich dazu sagen? Gastauftritt der beiden Mütter. Ich konnte mich gerade noch muten. Meine Mom kam so voll vorwurfsvoll in mein Zimmer rein. Kannst du schön rausschneiden, mein Freund. Nee, das war viel zu witzig. Als ob du mir den gestealt hast. Naja, Free Hit halt. Nick, pass auf, dann noch meine zweite Meinung. Wie stehst denn du zur aktiven Sterbehilfe? Ja, dass man selber das entscheiden kann, habe ich doch vorhin gesagt. Ja, aber auch zum Beispiel, wenn du es nicht mehr kannst. Also du selbst, dir geht's halt total scheiße und du bist nicht mehr in der Lage, deinen Kack zu nehmen. Wärst du dann immer noch dafür? Ja. Dann aber wirklich, dass man beweisen muss, dass er das wirklich will. Okay. Weil ich hatte jetzt auch die Diskussion, zum Beispiel unser Rallye-Lehrer, der ist total dagegen. So gegen die Sterbehilfe. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich denke, wenn du einem Mensch das Recht darauf entziehst, zu sagen, wann er selbst abtreten will, also, das ist schon ein bisschen arm. Ist meine Meinung. Na gut, ich sag mal, bei vielen, das muss ich aber auch ehrlich dazu sagen, ich weiß, dass bei vielen Jugendlichen, wenn das wirklich in Frage kommen würde, dass viele Jugendliche das einfach zu leichtsinnig hinnehmen würden und einfach zu leichtsinnig sagen würden, ja, das möchte ich machen. Das ist halt immer so eine Sache. Ey, das ist wie mit Koks. Einmal rein, dann, naja. Ja, und wie bei anderen Sachen, einmal rein. Ja, das ist wie mit Pilzen. Pilze kannst du auch jeden einzelnen öffnen. Über dir, über dir, über dir, über dir.
Ja, okay. Über dir. Das war so klar. Muss ich dazu irgendwas sagen? Hat man gesehen, dass du gerade gewonnen hast? Nein. Vor dir, immer noch vor dir. Pass auf, der leckt. Warum geht er nur auf mich? Weil du so ein geiles Outfit hast und immer zu stealst. Alles klar. Nick. Der andere. Weil du so ein geiles Outfit hast und immer nur stealst. Weißt du, wo der andere ist? Ich weiß, Leute, ja, gut, das weißt du ja. Er bewegt sich ja nicht mal. Also, wie gesagt, ich stehe auch dazu. Ich finde die zu. Aber ganz ehrlich, ich finde. Würdest du eine Folterstrafe vielleicht einführen, wie im Mittelalter? Foltern? Nein. Warum? Auch gegen Menschenrechte? Ja. Okay. Wie gesagt, das ganze geistige Quälzeug, na gut, das ist auch schrecklich, aber einfach im Gefängnis würden die einfach mal überlegen und nachdenken, was für Scheiße gemacht wurde und vielleicht außerdem, im Gefängnis wird doch viel selber geregelt. Also meine Vergewaltiger und sowas haben es richtig schwer im Gefängnis, das ist ja allgemein bekannt. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich so ist. Das ist wirklich so. Pass mal, jetzt kann ich einen coolen Satz reißen. Alles klar. Mein Onkel, meine Tante und meine Schwägerin sind ja alle im Knast. Als ob. Die arbeiten da alle. LOL. Nein, es ist echt so, die arbeiten da alle und von daher weiß ich sowas. Also ist das wirklich kein Gerücht, die Vergewaltiger haben es dort richtig schwer. Ja, die haben es wirklich richtig schwer. Es ist auch viel so, dass Vergewaltiger wirklich nicht lange im Gefängnis sind, sondern irgendwann dann auch rausgetragen werden müssen. Mit den Füßen voran, ich weiß schon. Nee, es ist wirklich, oh mein Gott, es ist wirklich so. Wenn er aber einfach genau neben mir stand und nichts gemacht hat. Findest du das gut so? Ja. Okay. Das finde ich wiederum gut. Ich weiß, das hört sich ein bisschen widersprüchlich an. Wobei man aber auf der einen Seite sagen muss, Pädophilie ist ja. Das machst du ja nicht absichtlich. Pädophilie ist ja eine Krankheit. Das ist genauso. Und einen Krebskranken verdrückst du auch nicht für das, was er ist. Es ist nicht wirklich. Also, da Achtung, hier drüben. Ich sehe es schon. Ist nicht wirklich eine Krankheit so an sich, aber ich weiß, was du meinst. Lol. Den habe ich auch nur durch meine Boomie mitbekommen. Ich würde da nicht reingehen, die spawnen da drin. Das kann schon sein, ja, und das ist wieder links. Warte mal ganz kurz. Und die spawnen auch direkt hier, wo du gerade langläufst, ne? Ich weiß schon, aber wenn du mir jetzt ganz kurz vom Hals hältst, dann kann ich mir den holen. Mann, der steht genau bei mir. Dankeschön. Also, ich bin ganz ehrlich der Meinung, es sollte meiner Meinung nach, das ist jetzt kein Witz, auch wenn ich jetzt radikal klinge, aber wenn du, es soll natürlich auf jeden Fall unterschieden werden, Mord ist nicht gleich Todesstrafe, aber wenn du zum Beispiel so ein Erbschleicher, ja, einfach weil die alte Oma dir halt das sagt, du kriegst das Geld, aber die stirbt halt nicht, da bin ich ganz ehrlich der Meinung, für so etwas, für wirklich so eine absolute, für das schlimmste Verbrechen von allen, da bin ich ganz ehrlich, da sollte vielleicht sogar der Foltertod eingeführt werden. Also wirklich in den Tod gefoltert, zum Beispiel, weißt du, was ich mir zum Beispiel echt vorstellen könnte, was, weil ich weiß nicht, jetzt hart, aber stell mal vor, du machst Waterboarding falsch, dann kannst du dabei ertrinken. Oder du kannst Hirnschäden davontragen, wegen halt Erstickungston. Zum Beispiel, ich wäre zum Beispiel dafür, dass so etwas bei solchen Fällen wirklich eingeführt wird. Ich weiß nicht mal, was Waterboarding ist. Oh Gott, Nick, das, wenn du dann bei mir bist, dann machen wir das mal. Macht Riesenspaß. Was? Der Spaß für die ganze Familie. Erst sagst du, dass man dafür eine Mordstrafe machen sollte und dann. Nein, das ist quasi die harmloseste Foltermethode von allen. Ja? Der Typ hat mich schon wieder. Ich hasse es einfach, wenn die so lecken. Einmal wieder nicht zu mir, dann werde ich wieder getrollt. Nick, aber das ist wirklich so. Ich gehe, pass auf, Waterboarding, du weißt, wenn du irgendwo auf dem Boden liegst und dir kalter Eimer Wasser ins Gesicht gespritzt wird, ja, dann wirst du wach. Also ich nicht. Jetzt haben schon mal welche bei mir probiert, weil ich so tief geschlafen habe. Ich werde dann nicht wach. Aber na gut, red weiter. Nick, nach dem Alkohol ist das auch bei mir so. Da bleibe ich auch wach. Ich will es nur gesagt haben. Pass auf. Hä? Fußspuren? Ich werd da nicht wach. Ja, ich weiß. Beim Alkohol werde ich da auch nicht wach, wenn mir kaltes Wasser ins Gesicht spritzt. Just saying. Aber gut, ich sehe schon, du hast das nicht verstanden. Pass auf. Kombinier da den kalten Eimer Wasser. Soll ich dir jetzt ins Gesicht pinkeln oder wie, hä? Ja. Kombinier den kalten Eimer Wasser mit einem nassen Tuch auf dem Gesicht, ja? Ich weiß nicht warum, aber wenn du dieses Tuch auf dem Gesicht hast, dann ist es irgendwie so, dass dort die, dann kriegst du irgendwie das Gefühl simuliert, dass du ertrinkst. Frag mich nicht, warum das so ist und wie das so ist, aber es ist einfach so. Du kriegst das Gefühl simuliert, dass du ertrinkst. Und das soll richtig stark sein. Und du kannst davon richtige Schäden davontragen. Und Fakt ist halt, dass das halt eine bewährte Foltermethode ist, weil die hinterlässt keine körperlichen Spuren, aber das Problem ist halt, es gibt halt nur eines, was du beachten musst. Du musst so liegen, dass dein Kopf oder beziehungsweise
dass deine Luftröhre nach oben geht. Quasi, dass du nach unten trinkst, weil dann kann das Wasser, was du da schluckst, nicht richtig in die Lungen reinlaufen. So ist das zumindest, wie ich das gelesen habe. Weil so müsste das auch stimmen, weil du kannst dann halt nicht ertrinken. Ja, Wasser halt, alles klar. Und jedenfalls werden halt diese Zustände, dass du dort halt ertrinkst, so stark simuliert, dass entweder viele direkt nach irgendwie ein, zwei Eimern aufgeben, oder aber halt, dass, naja, der wenige unschönere Teil ist halt gemacht wird, dass du halt wirklich richtige Probleme... Das ist jetzt ein Scherz! Ja, genau! Wie der halt leckt! Vor allem, weißt du, was mir... Vor allem, kein einziges Wort, dass der Typ von hinten kommt. Kein einziges Wort. Ich guck doch nicht in deine Richtung. Hast du dich gerade am Sack gekratzt, oder was? Nein, aber du könntest immer... Oh, das ist doch jetzt ein Witz. Du könntest doch mal auf Shift drücken und dann unsere liebe Freundin Melody Zema erwähnen. Einfach so, keine Ahnung. Nick, das juckt meine Zuschauer nicht. Ja, aber Melo ist echt cool drauf. Ja. Das ist jetzt ein Scherz, der wird mir wieder gesehen. Nick, da steht einer AFK hier rum. Da, rumgedreht. Stramm gestanden, rumgedreht. Ach Gott, kannst du mir mal kurz als Sprungbrett dienen, bitte? Bitte. Ja, bitte, ja, bitte. Ich bin ja gleich. Soll ich dich schützen oder was? So. Bitte, hinter dir! Wie wär's damit? Nein! Ich hab dich gesehen! Du standest so in meinem Blickfeld, dass ich nur dein Hintern. Dein Blickfeld! Alles klar, Blickfeld! Hey, ich block dir! Ich hab nur dein Hintern gesehen, Alter, ich hab nichts anderes gesehen. Na, da hast du doch eines meiner besten Körperteile gesehen, was hast du? Wer kennt das? Kein Kommentar. Also, wenn das dein bestes Körperteil ist, würde ich mir Gedanken machen. Alter, ich hab, als ob ich da irgendwo rankomme, ne? Und wieder die Nate, geil. Ja, also ich stehe, Nick, also du bist der Meinung, keine Folterstrafe. Wo ist denn? Alter, WTF! Der spielt mit einem Alligator, deshalb bleibe ich immer instant stehen. Oh mein Gott, geht doch. Nein, keine Todesstrafe. Okay. Ja, ist ein Argument. Nein, ich kratze mich gerade! Mami! Aus! Mein Aim ist under 9000. Pass auf nicht, dass deine Mom wirklich kommt, wir wissen ja Bescheid. Ne, die kam gerade schon. Die kam gerade schon wieder mit ihrem vorwurfsvollen Blick ins Zimmer. Hätte ich jetzt eine Facecam, wäre es richtig geil. Also jetzt eine Facecam dazu wäre echt ein Highlight. Wüsste, wo du bist, ne? Okay, ich weiß, wo du bist. Och, nö, nein, oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist Nick! Es will trollen, Mami! Das wüsste ich ja von wo du kommst. Ach, von da, okay. Oh mein Gott, nein, oh Gott, ich bin so schnell. Nein, oh mein Gott, ich bin. Nein. Ich hänge! Das ist jetzt ein Scherz! Nein! Oh Gott! Erstmal campen gehen. Erstmal campen gehen. Alles klar, Nick. Ist aber nicht so nett. Alter, ey. Aus jetzt, Nick. Komm noch, wenn du dich traust. Nee, da geh ich lieber ganz weit weg. Ich glaube, ich weiß sogar, wo du campst. Hey Leute, wo kämpfst du? Oh mein Gott! Ich hab grad nicht auf mein Computer geguckt, bist du wahnsinnig? Nein! Scheiße! Wenn man zu kräftig sprayt. Ich hab keine Bots, Alter, jetzt komm schon, warte doch mal. Nein! Will ich nicht, Nick. Ist nicht. Will ich nicht, ist nicht. Und wenn du jetzt aufhören würdest zu campen, können wir nicht mal sogar weitermachen. Nick! Das ist ein Scherz! Das ist doch! Ja! Easy win! Du wärst Erster gewesen, würde ich nur sagen. Okay, das war gemein, ich weiß, entschuldige. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein, ciao.